Jetzt aber wirklich. Die größte Gruppe an diesem Wochenende, Project V. Mit Baran, Julian, Peter, Marlon, Nathan, Zoe, David, Max und Caleb. Genau, und die Mentoren waren Johannes und Jasmin. Also wir erwarten jetzt 400 Personen auf diese Bühne kommt. Ihr macht das, was ihr schon wunderbar die ganze Zeit gemacht habt. Sie mit einem Applaus hierher tragen. Und dann viel Spaß. Okay, kennen Sie das nicht auch, dass man sich viel zu wenig überwacht fühlt heutzutage? Ich meine, auf dem Weg vom Eingang bis nach hier oben wurden Sie nur von zwei Kameras erfasst. Stellen Sie sich mal vor, was da hätte passieren können in der Zwischenzeit. Also, wir vom Projekt V haben den V-Turm entwickelt. Der ist leicht, portabel und schnell einsetzbar, damit der Staat generell für die Sicherheit seiner Bürger in minimalster Zeit halt sorgen kann. Und der V-Turm kann Aggressoren halt erkennen, identifizieren und im schlimmsten Fall auch eliminieren. Ja. Ich weiß. Ja, genau. Interrupt. Als Disclaimer wollten wir nur nochmal voraussagen, dass unser Projekt ein Kunstprojekt ist und dass wir damit einfach nur beleuchten, wie sehr man eigentlich überwacht wird und das eben damit auch kritisieren. Jetzt, wo ich aber sowieso schon rede, kann ich Ihnen auch ein bisschen vorstellen, was denn dieser Turm da überhaupt ist. Warum sieht das so komisch aus? Warum funktioniert das nicht? Und zwar haben wir uns gedacht, wir brauchen eine Kamera und wir müssen diese Kamera bewegen können. Und dann haben wir zwei Schrittmotoren genommen, dann können wir die um zwei Achsen drehen. Ja, könnte ich jetzt zeigen, mache ich aber nicht. Und da ist so eine Batterie, die hat Strom und da ist so ein Raspberry Pi. Man sieht die Kamera, man sieht ganz schön viel, da ist ein bisschen Magie. Also das nimmt im Prinzip ein Bild, schickt das und nimmt Anweisungen und führt die aus. Ja, genau. Dann kommen wir jetzt mal zur technischen Umsetzung. Also wie er schon gesagt hat, haben wir sehr viele Sensoren, um halt die bestmögliche Überwachung zu garantieren. Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Caleb das Frontend und Backend gemacht von der App. Die App funktioniert halt im Prinzip so. Man loggt sich in. Unser netter Tester Axel Voss hat sich dann auch eingeloggt. Ganz links sieht man dann die Activity, wo man eigentlich das Bild der Webcam sieht. Mit den Pfeilen kann man die dann steuern. Unten gibt es dann auch noch weitere Sensordaten, wie man da sieht, zum Beispiel ein Wärmesensor, Feuchtigkeit, Gassensor und Ultraschallsensor, um halt Entfernungen zu messen. Nur leider konnten wir da jetzt kein Bild einfügen, wegen datenschutztechnischen Gründen. So, dann mal kurz zu den Risiken. Die Risiken bei solchen Systemen ist zum Beispiel einmal der Missbrauch durch einen Menschen selber, dass der zum Beispiel für private Zwecke andere Menschen damit ausspioniert oder eliminiert.
Genauso ist aber auch im größeren Stil eine Verletzung der Privatsphäre zum Beispiel möglich, wie man hier in Köln auf der Domplatte zum Beispiel sieht, wo riesengroße Kameratürme, wie gerade eben auch im Film gezeigt, stehen, mit denen man theoretisch den Leuten fast bis aufs Handy gucken kann. Ja, das war's. Vielen, vielen Dank.